Kapitel 5 Menschenschöpfung und Menschenopfer. Nicht fort, sondern hinauf sollt ihr euch pflanzen. Nietzsche. Es ist kein Zweifel, dass unter der männlichen und weiblichen Jugend der Arie-Auslesekämpfe im Weiherfrühling stattfanden. Der Brautlauf geschah ursprünglich nicht paarweise, sondern in Scharen. Die schnellsten und tüchtigsten vereinigten sich als die ersten am geforderten Ziel, das vielleicht das Heiligtum auf einem Berge war, die anderen paarten sich nach Maßgabe ihres Eintreffens am Ziel und der Geschicklichkeit im Überwinden der Hindernisse. Der Mensch von heute kann sich schwer vorstellen, dass es eine Zeit gegeben hat, in der die bewusste Hochzucht des Menschen das Hauptziel einer Führerschaft gewesen ist. Viele tausend Jahre lang bestanden unter der Aufsicht einer arischen Weltleitung Einrichtungen zu diesem Zwecke, die in streng gebundenen Ritualen der Menschenzucht dienten. Wir bilden uns heute sehr viel darauf ein, dass es bei uns keine solchen Zwangsmaßnahmen mehr gibt, dass die freie Gattenwahl eine der wichtigsten Errungenschaften sei, und vergessen dabei, dass es unter 100 Ehen kaum eine gibt, die ihren Zweck, die Erzielung einer gesunden Nachkommenschaft, vollkommen erfüllt. Der Wissende sieht mit Grauen den weiteren körperlichen und sittlichen Verfall einer Menschheit, die allen Krüppeln, Kranken, Minderwertigen, Verbrechern, Belasteten, die ihr, die freie Gattenwahl und unbeschränkte Fortpflanzung, gestattet. Das Ergebnis liegt vor jedem Urteilsfähigen in seiner ganzen Furchtbarkeit offen da. Der Anmarsch des Untermenschen ist die Folge solcher Unkultur. In allen Teilen der Erde, in Europa, Asien, Afrika und Amerika, überall finden sich solche heiligen Menschenzuchttäten, an ihrer Anlage noch erkennbar, wenn dies nicht zerstört oder von Städten, Burgen und Kirchen überbaut wurden. Namen wie Paradies, Babylon, was Vaterland oder Vaterort bedeutet, Irrgarten, Labyrinth, Triberg, Walburg, Trojanamen, Hagorte, Bannwälder, Schwedenschanzen, die eigentlich Suevenschanzen in den allermeisten Fällen sind und heißen müssten, deuten auf alte Zuchtgärten hin. Es war die große Zeit des Ariatums auf Erden vor etwa 5000 Jahren, als diese Einrichtungen in hoher Blüte standen, die ein Heldengeschlecht heranzüchteten, deren lebende Zeugen noch die besten und schönsten Menschen unserer Rasse sind, wenn auch kaum mehr ein Mensch unter uns alle die Eigenschaften in sich vereint, die damals alltäglich waren. In der Erde hat sich noch die Erinnerung an ein Beispiel dieser Hochzucht erhalten, die Stelle nämlich, wo in der Geschichte von den Welsungen die Gestalt Siegfrieds beschrieben wird. Sein Haar war rotblond von Farbe und herrlich anzuschauen und fiel in großen Locken herab, der Bart war dicht und kurz und von der gleichen Farbe. Er hatte eine hohe Nase und ein volles, starkbeinigtes Antlitz. Seine Augen waren so scharf, dass wenige nur wagten, ihm unter die Brauen zu blicken. Seine Schultern waren so breit, als sähe man zweier Männer Schultern. Die Gestalt war ganz ihm selber zugeschnitten in Höhe und Fülle und zwar solchermaßen, wie es sich aufs Beste zum Ganzen schickte. Und das ist ein Merkmal seiner Leibeslänge, wenn er sich mit seinem Schwerte gottete, das 7 Spannen lang war, und er durch ein ausgewachsenes Roggenfeld schritt, berührte der Tauschuh am Schwerte gerade die aufrecht stehenden Ähren. Seine Kraft war noch größer als sein Wuchs. Er war ein so weiser Mann, dass er noch ungewordene Dinge voraus wusste. Er war wohlberät und schlagfertig und hub niemals an, über eine Sache zu reden, oder ließ auch nicht eher davon, bis dass es allen schien, es könne nicht anders sein, als wie er sagte. Es galt ihm eine Freude, seinen Leuten Hilfe zu leisten und sich selber in großen Taten zu versuchen. Nie mangelte ihm der Mut und niemals war er furchtsam. Man versteht, dass, wo solche Menschen Vorbild sind, die Maße des Volkes ihm in seinen äußeren und inneren Werten nahe kommt. Hochkultur und menschenwürdiges Dasein ist ohne Hochzucht der Menschen ein unerreichbares Ziel, das lasse man sich gesagt sein. Aus der heiligen Walburgnacht unserer unmittelbaren Ahnen, mit dem Walburg-Kult, der die göttergleichen Geschlechter arischen Geistes und Blutadels schuf, wurde der Spuk der Walpurgisnacht. Aus den edlen Hagedisen, den Hagöttinnen, göttlich anmutenden Wunschgestalten Herstellweiblichkeit wurden die Haxen oder Hexen aus christlicher Verdummung und Vermummung. Diese Hagedisen, die Hexen waren es, die durch die untermenschlichen Mächte in der Kirche ausgerottet wurden durch die Schmach der Hexenprozesse. Die Hexen waren Frauen. Mit großen Fähigkeiten, mit der Gabe der Vorschau und unabhängigen Geistes, das größte Hindernis für die Kirche in ihrem Bestreben der Knebelung der Geister und Leiber. Sie waren die Nachfolgerinnen der Walküren, ein Wort, das auch mit dem Walburg-Kult zusammenhängt. Die Walküren gehörten zu den auserwählten, hochgezüchteten Frauen bei den Germanen, die das Recht der selbstbestimmenden Göttenwahl hatten, ein Rest aus den Zeiten des Mutterrechtes, das in der arischen Kulturwelt in bestimmtem Umfange immer in Kraft blieb und einer weisen Hochzucht zu dienen hatte. Tatsächlich wählt ja auch heute noch die hochstehende Frau den Gatten, indem sie sich den einen nimmt unter der großen Anzahl der Werber. Mutterrechtliche und vaterrechtliche Einrichtungen liefen in den alten arischen Kulturen gleichberechtigt nebeneinander her. Nur wo das Gleichgewicht dieses Verhältnisses durch Rassendämmerung gestört wurde, setzte sich das Vaterrecht oder das Mutterrecht einseitig durch. Das Wort Walküre kann man verschieden lesen. Einmal als Walherren, wenn wir Küre oder Kür als Herr und Herren lesen, wozu wir durchaus befugt sind. Kyri eleison. Aber wir können in Wal auch das Wort Kampf erkennen und dann Kampfwahl oder Kampfwählerin lesen, denn Wal ist altnordisch Kampf und das deutsche Küren heißt heute noch Wählen. In Küren, Kiren aber steckt noch ganz deutlich ein zuchtwählerischer Inhalt, der uns zeigt, dass die Walküre das hochgezüchtete Weib war, das dem schönsten, stärksten und klügsten Helden, der sich nicht fürchten konnte, Kinder schenkte. Zwei Stellen aus der Edda seien hier als Beleg angegeben, die eine aus dem wundervollen Helgelied, wo die Walküre Sigrun aus den Lüften dem Helge zu Hilfe kommt und ihn zum Gatten erwählt.
Wir müssen hier unwillkürlich an die Überlieferung denken, die den Hexen auch die Fähigkeit zuspricht, durch die Lüfte zu reiten, auf dem Besen, das heißt Kalisch, verhehlt, mit Hilfe des Bösen. Da kam's zur Entscheidung. Es hatten zum Kampfe beim Feuergebirg sich die Fürsten geladen. Da ward zwischen Feinden der Friede zerrissen, und hungrige Wölfe umschlichen die Waldtat. Ermattet vom Streit saß am Adlerstein Helge, erschlagen lag Hundings ganzes Geschlecht. Da brach's wie ein Leuchten aus flammenden Bergen, und lohende Blitze leckten aus Wolken. Da glitzerten Helme auf himmlischen Auen, vergoldete Brunnen, gerötet von Blut, und glühende Funken auf Speerspitzen stunden. Das war Sigrun, die suchte den Helge. Gleich fragte der Fürst die göttlichen Frauen, ob heimwärts sie wohl mit den Helden noch ritten in selbiger Nacht. Da suchten von neuem die Kampf zu beginnen. Schon knarrten die Bogen, doch Hagens Tochter stimmte vom Hengste das Lärm der Schilde und sprach zu dem Frager: Andres, meine ich, meine noch wartet, ich liebte dich längst schon von ganzem Herzen, bevor ich gesehen dich, Welsungsohn. Diesen Bildern liegt die Tatsache zugrunde, dass die Fähigkeit der Spaltung der Person in alten Zeiten noch verbreiteter war durch geistige Übungen als heute, und jene Menschen konnten sehr wohl andern erscheinen an einem entfernten Orte, während sie schliefen oder in tiefer Versenkung sich befanden, eine Kunst, die heute noch in der ganzen Welt von Wissenden geübt wird. Sie ist vielen Naturvölkern bekannt, während die rein verstandesmäßigen Völker des Abendlandes solche Fähigkeiten und Kenntnisse fast völlig verloren haben. Es ist die Wunschkraft der Wunschsöhne und der Wunschmeiden, wie sie die Edda nennt, die sie zu Halbgöttern und Halbgöttinnen macht, mit anderen Worten, es ist die Beherrschung aller magischen Kräfte im Menschen. Es handelt sich um Tatsachen und Möglichkeiten, die man bisher überheblich abzulehnen gewohnt war, mit dem Erfolge, dass man damit selber abgelehnt ist von jedem tieferen Eindringen in die unergründliche und unerschöpfliche Menschennatur. Die zweite Stelle befindet sich im Rigsmal, dem Lieder von der Entstehung der Stände, wie ich es genannt habe in meiner Übersetzung, wo erzählt wird, dass dem jungen Rigger, dem jungen König, dem Könner auch das Voglerkirren gelehrt würde. Die Stelle wäre wirklich zu übersetzen mit Vögelkirren, also Vögel fangen. Wer aber die Geheimsprache der alten Mythen richtig erfasst hat, der kann sich mit solchen Erklärungen auf unterster Ebene nicht zufrieden geben. Voglerkirren ist hier zweifellos die Kunst der Zeugungswahl, der Göttinwahl. Vogler findet in den meisten Sprachen heute noch eine Entsprechung für Zeugen und ist mundartlich vor allem im Deutschen belegt. Solche Reste alter Wortbedeutungen kommen nicht von ungefähr, sondern haben sich im Sprachgute des Volkes wunderbar frisch erhalten. Die Kunst der Göttinwahl wurde nun von den Führern gelehrt und geübt durch die Feststellung, welche Menschenbilder nach den Einflüssen der Tierkreiszeichen die beiden Ehewilligen durch die Zeit der Geburt angehörten. Die uralte königliche Kunst der Sterndeutung war die Grundlage der Bildung der Führermenschheit in früheren Zeiten und stand auf einer hohen Stufe der Lehre und der Erfahrung. An der Hand dieser Kenntnisse konnte man nicht nur die nach kosmischen Erfahrungstatsachen zusammengehörigen Götten bestimmen, sondern auch durch die Wahl der Göttungszeit bestimmte Menschenbilder nach den Tierkreiszeichen geboren werden lassen nach Belieben. Ja, man konnte die Horoskope der künftigen Menschenkinder sehr weitgehend beeinflussen durch die Bestimmung der Stunde der Empfängnis und damit auch annähernd der Zeit der Geburt, der Planetenstellungen und der besonderen Bedingungen, unter welchen die Gezeugten geboren werden sollten. Darum bevorzugte man besondere Göttungszeiten zu gewissen Festen, die im Jahreslaufe günstig lagen für die Geburt bevorzugter Menschentypen. So ergab die Zeugung zur Sommersonnenwende die brauchbaren Widder Menschen, Kämpfernaturen, nach dem Stande der Sonne Ende März. Die Zeugung zur Zeit der Walpurgisnacht, die übrigens zeitlich etwas früher gelegen haben mag, ergab zu Anfang Februar die mehr geistig bestimmten Menschen mit der Sonne im Wassermann. So wären wir auch heute imstande, die Zeugung bestimmter Menschenarten nach dem Einfluss der Gestirne zu züchten, wenn wir uns die Erfahrungen einer auf streng wissenschaftlichen Grundsätzen aufgebauten Astrologie zunutze machen würden. Wie es die Alten taten, was aus vielen alten Nachrichten hervorgeht. Jedenfalls überließen sie Empfängnis und Geburt niemals dem Zufall und der Willkür aus mehr oder weniger alkoholerregten Stimmungen, denen die Mehrzahl unserer Zeitgenossen ihr Dasein verdankt, weshalb wir auch in einer furchtbaren Unkultur der Zufälligkeiten verkommen, aus der uns erst wieder eine schicksalgebundene höhere Erkenntnis der Weltzusammenhänge erlösen wird. Wir sind bei aller Intelligenz, wenn es sich darum handelt, den Mitmenschen zu übervorteilen, doch erschreckend und klug, weil wir dabei unseren wahren Vorteil doch aus den Augen verlieren und in Millionen ein Leben der Entbehrungen führen, unfähig, es menschenwürdig auch nur für einen Bruchteil zu gestalten. Wir übertreffen uns mit Rekorden der Geschwindigkeit in der Fortbewegung und können den einzigen Vorteil daraus nicht gewinnen, um den es sich verlohnen würde, täglich mehrere Male die Erde zu umrasen, nämlich Zeit für uns zu sparen. Im Gegenteil, je schneller wir den Verkehr bewältigen, desto verkehrter ist das Ergebnis, denn mit jedem Tage haben die armen Menschen weniger Zeit für sich selbst. Sie versklaven sich rettungslos aus einem unstillbaren Mangel an Zeit. Aber Zeit haben ist alles. Wer Zeit hat, hat Geld. Das heißt, er braucht kein Geld. Das ist aber ein unlösbarer Widerspruch. Wer sich also Zeit nimmt, hat schon Geld. Und wer Geld nehmen muss, hat keine Zeit, wie alle jene, die viel Geld haben und doch keine Zeit. Selbst zum Zeugen haben solche Menschen keine Zeit mehr, und man wird zur künstlichen Befruchtung in ärztlich geleiteten Anstalten übergehen, wenn man nicht bei dem bewährten alten Mittel der Stellvertretung durch den mittellosen, aber zeitreicheren Hausfreund verbleiben will. Den Unterschied der Einstellung zu diesen Menschheitsfragen möge ein Gebet kennzeichnen, das in den Upanishaden der arischen Inder erhalten ist und bei der Zeugung eines Kindes gesprochen wurde. So lasst uns denn zum Werk schreiten, die Samen ineinander leiten, ein Kind, ein männliches bereiten. Der Mann enthüllt den Schoß des Weibes und spricht: Tut euch auseinander, Himmel und Erde. Nachdem er sich so dann mit ihr vereint und Mund auf Mund gefügt, streichelt er ihr dreimal das Haargeflecht und spricht:
Vishnu soll deinen Schoss erbauen. Washta die Formen wohlbehauen. Prayapati soll dich benetzen. Tata in dich den Fruchtkeim setzen. Reich, Göttin, mit den breiten Zöpfen. Reich, Sinivali, Frucht ihr da, Frucht soll dir der Aswinen schöpfen, Lotus begrenztes Götterpaar. Das Zwillingspaar der Aswinen, Söhne des Dias Peter, des Jupiter, des Zeus Vater sind die schönsten der Götter. Das war arioindische bewusste Zuchtwahl, die sich streng in Kasten abschloss, um das helle Blut in den Führerkasten der Priester und der Krieger zu bewahren. Nicht anders standen die Dinge noch in Germanien zu Beginn unserer Zeitrechnung. Der Römer Tacitus weiß zwar nichts über die Grundsätze der Menschenzucht bei den Germanen zu berichten, aber er schildert eindringlich ihre Ergebnisse in Kapitel 20 der Germania. Durchweg im Hause nackt und dürftig, wächst die Jugend heran zu der Leibesgestalt, die wir anstaunen. Spät erst gelangt der Jüngling zu Liebesgenuss, daher die unerschöpfte Manneskraft, auch mit den Jungfrauen eilt man nicht, ihr Jugendleben ist das gleiche, ihr Wuchs von derselben Höhe. So in der Gesundheit Fülle paaren sich Jüngling und Jungfrau, und von der Eltern Vollkraft geben die Kinder Zeugnis. Je größer die Zahl der Verwandten und Verschwägerten ist, desto freundlicher gestaltet sich das Alter. Kinderlosigkeit hat keinen Vorzug. Die Pflege dieser uralten Ehewahl- und Sittengesetze war ein Teil der Rita. Nach altem Herkommen wurden die Erkenntnisse der Menschenzucht mündlich von Geschlecht auf Geschlecht fortgeerbt. Dies galt in uns. Weihefrauen wurden zu diesem Volksdienst in den Priesterschulen in langer Ausbildungszeit erzogen, an heiligen Stätten, die heute meist unsere Klöster und Kirchen einnehmen. Die Germanen waren die letzten Träger dieser kostbaren Überlieferungen, und wir tun gut, unser Haupt vor solcher Menschenweisheit zu neigen, denn es gibt kein höheres und edleres Werk als edle, schöne, starke und gute Menschen zu zeugen, dann schaffen wir von selbst auf Erden schon das Paradies. Der höchste Wunsch, reine Erkenntnis und wahre Religion, ist nur auf dem Wege über den Übermenschen zu erreichen, alle anderen Bemühungen sind fruchtlos, weil der edle Mensch allein der Träger edler Bestrebungen auf die Dauer sein kann. Es ist erstaunlich, dass solches Wissen und Können der Menschheit verloren ging. Das war nur möglich durch das allmähliche Aufkommen des Untermenschen, als das Zuchtziel der Aufforstung, der Aufförstung der unteren Menschheit durch die Beimischung der Gottmenschen überschritten wurde und durch wahllose Vermischung das Wirrsal auf Erden herrschte, die Menschen sich nicht mehr verstanden, denn auch ihre Sprache zersetzte sich mit dem größeren oder geringeren Anteil am göttlichen Blute. Die Sprache ist ein Rassenbestandteil, wenn auch Sprache und Rasse heute rettungslos vermischt und vertauscht erscheinen. Innerhalb bestimmter Grenzen ist Rasse immer noch sprachändernd tätig, sei es durch Erhaltung der höheren Sprachform oder durch ihre weitere Vernachlässigung. Die Germanen pflegten noch diese heilschaffenden Sitten und Gebräuche, als die Römer längst unter schlechten Gesetzen entarteten. Die Römer überlieferten schon aus dem Grunde so wenig über die Germanen, weil ihr Verständnis nicht mehr für den tiefen Gehalt der urkultischen, der kulturschöpferischen Einrichtungen der Germanen ausreichte, und in einer Zivilisationsverflachung schon alle Verbindung mit dem urmütterlichen Weltgrunde verloren hatte. Weil nun in Germanien noch eine Urkultur keinen Handel und Wandel, kein öffentliches Schrifttum, keine Verbürgerlichung, die immer zur Auflösung führt, gestattete, sondern noch heilige Bindung des Volkes in Rasse und Religion geheimnisvolles Schweigen nach außen forderte, so erscheint uns dort eine Lehre zu herrschen, die aber lediglich in unserer und der Römer Unkenntnis über die wahren Zustände bei dem ersten Volke der Erde besteht. Wenn heute Europa von Neger- oder Mongolenriesenheeren überschwemmt würde, so bliebe für die Nachgeborenen kaum eine Nachricht übrig über den hohen Stand der Technik und des Verkehrs, der unsere Zeit auszeichnet, von dem Schrifttum und allen anderen geistigen Erzeugnissen ganz zu schweigen. So ungefähr haben wir es uns zu erklären, weshalb wir so spärlich unterrichtet sind über unsere Vergangenheit. Eine nur in sich gleiche. Urkultische Gemeinschaft mit eigentümlichen Anschauungen, Sitten und Gebräuchen wurde allmählich unter dem Anlauf einer entheilig enden Zivilisation, die auch eine Zivilisation, geistig und leiblich, wurde, erstickt. Im Kult der Walburgen suchten Jünglinge und Mädchen nach langen Jahren der Schulung und schweren Prüfungen des Leibes und der Seele im Wahlkampfe zur Ehe sich zu finden, um artschöne und artreine Nachkommen zu zeugen, in denen sich die hervorragenden Rasseeigenschaften der Alter noch steigern sollten. Aus dieser Erwägung heraus war auch die Geschwisterehe gestattet, ja sogar geboten, wenn ein besonders hohes Zuchtziel zu erreichen war. So verbindet sich Sigrun in der Welsungensage der Edda mit ihrem Bruder, als sie keine zur Rache tüchtigen Söhne von ihrem Gatten erhalten konnte. Aus der Verbindung von Bruder und Schwester aus dem Wotansgeschlechte der Welsungen würden diese tauglichen Nachkommen sich sicher ergeben. Inzucht bedeutet niemals Schwächung hervorragender Abandagen, sondern ihre Steigerung, wie uns die Erfahrung in der Tierzucht lehrt. Eine Gefahr besteht erst, wenn eine Steigerung nicht mehr möglich erscheint, oder wenn krankhafte, fehlerhafte Neigungen und Anlagen mit vererbt werden. Bei an sich hoher Zucht fallen diese Bedenken weg und in den Führergeschlechtern aller alten Kulturen auf der ganzen Erde finden wir die Geschwister eher als eine hochgeschätzte Einrichtung. Sie wurde erst unsittlich unter der Herrschaft unzüchterischer und darum unzüchtiger Mächte. Im gegenwärtigen Zustand der Menschheit wäre sie allerdings nicht ohne weiteres zu empfehlen und müsste auf Ausnahmen beschränkt bleiben. Die nach dem Sonnenrhythmus, Sonnenritus gepflegte Zuchtwahl, machte die Arier zum Herrenvolk auf der Erde. Reinheit, Treue, Geist, Wahrhaftigkeit, Innerlichkeit, Gesundheit sind Auswirkungen der zuchtreinen, edlen Blutes. Man gebe solchen Menschen die Macht in die Hand und sie würden in kurzem alle Völker und Staaten in Frieden und Wohlfahrt leiten. Vergleichen wir die Machthaber heute in Europa mit den Vorbildern, die wir hier schildern, und wir werden uns überzeugen, dass es nur auf die Ergebnisse der Zucht oder Unzucht ankommt, die führend ist und nicht auf andere Gründe, die genannt werden, um das herrschende Unheil zu entschuldigen. Auf schroffen Felsen, auf steilen, von Wellen und undurchdringlichen Hecken umgeben,
in Moor oder Sumpf, je nach den Gegebenheiten der Landschaft, waren die Walburgen und Tanzplätze aufgebaut. Rosendorn war dabei bevorzugt, wie wir noch aus dem Märchen vom Dornröschen erfahren. Mancher Ritter blieb in den Dornen hängen, bevor er die Jungfrau, die ihn bestimmt war zu erlösen, erblickte im Kreise ihrer Gefährtinnen im freien Raume hinter dem schützenden Ringe. Bei besonders edlen Frauen waren wohl die Bedingungen erschwert. Eine war Bendy Feuerloher und brauste die Braut, wie uns der Ritt Siegfried durch den Flammenring verrät, als er sich Brünhilde, die Walküre, erkürte. Diese Sage bestätigt uns auch, dass die Menge der eindringenden Bewerber keinen Zwang ausübte, dass den Frauen vielmehr die Wahl blieb, den ersten Besten der Andringenden abzuweisen. Man muss sich die Durchführung der Göttenwahl so denken, dass aus einem bestimmten engeren Volks- oder Schulkreise die Jünglinge und Jungfrauen zum großen Hochzeitsfeste zusammengefasst wurden und dass schon vorher die Wahl mehr oder weniger getroffen war. Immerhin blieb dem Weibe noch die Möglichkeit, sich eines Besseren zu bedenken, wenn der in Aussicht genommene sich bei der letzten großen Prüfung, der Erstürmung des Frauenberges, als feige und untauglich erwies. Wie wir aus den isländischen Sagas unterrichtet sind, legte die Frau den größten Wert auf die Furchtlosigkeit des Gefährten, weil sich mit Furchtlosigkeit auch alle anderen edlen Eigenschaften verbinden, Feigheit aber, wie die Gegenwart zeigt, das Grundlaster der Menschen ist. Unsere Zeit krankt an ihrer Feigheit in allen Lagen und Fragen. Sittliche und bürgerliche Feigheit ist die Krankheit, die Pest, die Seuche der Gegenwart. Wirklich gesunde Menschen sind niemals feige, also sind wir bis in den Kern faul und krank. Die Feigheit unserer Gesellschaft allen Lebensnotwendigkeiten gegenüber ist die Ursache aller unserer Gebrechen. Hätten wir den Mut zur Wahrheit, dann wären wir alle wieder gesund mit den gesunden Verhältnissen, die der Mut zur Wahrheit von selber bringt. Ein Blick in jede Landschaft unserer Heimat öffnet dem gelehrigen Schüler die Augen. Sind es nicht überall dieselben Namen, die in Wald und Flur wiederkehren? Hier ein Osterholz, dort ein Rosenhagen, hier ein Triberg, dort ein Vieren, Feuer, Stein, ein Hasengarten, ein Dornberg, ein Tanzplatz, meist ein Hexentanzplatz, die vielen Wal- und Walburgen mit und ohne Wallfahrten, ein Bannwald, ein Paradies, eine Saalburg, ein Mägdeberg, eine Frauenburg, ein Heilbronn, Wichteluiten und Siegberge. Wir führen nur eine kleine Auswahl an, jeder vermag, wenn er nur aufhorchen und aufsehen lernt in seiner engeren Heimat, neue Bestätigungen finden, neue Namen nennen, die alle auf den Walburg-Kult der Alten hinweisen. Wo gibt es keine Quellen, Grotten, Kapellen, zu denen nicht Frühlingswallfahrten, Wallfahrten sind heute noch die Wallfahrten in katholischen Gegenden unternommen werden. Das sind alte Sitten und Bräuche, die unserer Untersuchung harren und um unseren Schutz bitten, dass sie nicht vergessen werden. Nun wird man antworten, woher nahmen die alten Germanen solches Wissen? Sie hatten doch keine Schulen und keinen höheren Unterricht. Oh, wie unwissend sind wir doch in Bezug auf unsere eigenen Dinge. Wissen wir nicht einmal, dass unsere 3-, 6- und 9-stufigen Schulen ihre Einteilung aus den Schulen unserer Vorväter übernahmen, die in den Mysterienkultschulen auf der ganzen Erde Geltung hatten? Es würde zu weit führen, diesen Dingen hier nachzugehen, es genüge der Hinweis auf eine Stelle in Caesars Gallischem Krieg, wo er über die Druiden und ihre Schulen einen spärlichen Bericht bringt. Viele Gallier widmen sich aus eigenem Triebe diesem Stande, oder werden von ihren Eltern und Verwandten dazu veranlasst. Hier sollen sie dann eine große Menge von Versen auswendig lernen, weshalb viele wohl 20 Jahre in dieser Schule bleiben. Sie halten es für unerlaubt, diese schriftlich aufzuzeichnen, wenn schon sie sich in Staats- und Privatgeschäften der griechischen Schrift bedienen. Das ist ein grobes Missverständnis. Wie sollten die Druiden zu den griechischen Buchstaben gekommen sein? Die griechische Schrift ist die den Römern mehr oder weniger unbekannte Rannenschrift, der die griechische Schrift mehr ähnelt als die lateinische. Hierbei haben sie, wie ich vermute, zwei Absichten. Erstens, weil sie nicht wünschen, dass ihre Lehrer unter das gemeine Volk komme, sodann auch, damit ihre Schüler im Vertrauen auf das Geschriebene nicht etwa ihr Gedächtnis weniger üben. Denn gewöhnlich vernachlässigt man, unterstützt durch schriftliche Aufzeichnung, seine Sorgfalt im Lernen und sein Gedächtnis. Ihr Hauptlehrsatz ist, die Seele sei unsterblich und wandere nach dem Tode des Leibes weiter von Körper zu Körper. Von Pythagoras sagt man, dass er seine Lehre von der Wiederverkörperung in den Mysterienschulen des Nordens erfahren oder bestätigt gefunden hätte. Das halten sie für den stärksten Antrieb zu Tapferkeit, wenn man den Tod nicht scheue. Außerdem lehren sie noch vieles von den Himmelskörpern, ihrem Lauf, der Größe der Welt und der Länder, dem Wesen der Dinge, der Macht und Gewalt der unsterblichen Götter und bringen das alles der Jugend bei. Wie man sieht, er wusste nicht viel darüber, weil man keine öffentlichen Schulen wie heute hatte. Die Einrichtungen aber in Gallien entsprachen ganz denen im Sprachkult und rasseverwandten Germanien. So ist der Bericht sinngemäß auch auf die Germanen anzuwenden, sahen doch die Römer zwischen den beiden Völkern der Germanen und der Gallier keinen Unterschied in Sprache, Aussehen und Sitte, höchstens eine größere Ursprünglichkeit in allem bei den Germanen, ein Hinweis, der uns berechtigt, die kultischen Einrichtungen als mindestens ebenso alt und eigentümlich anzunehmen wie bei den Galliern. Wir sagen die Wahrheit, wenn wir behaupten, dass die arischen Stämme des Nordens von jeher die Menschheitsführer gewesen sind und zwar seit Zeiten, die uns bisher unwahrscheinlich dünkten, weil wir starr unseren Blick nach Osten richteten und durchaus überhören wollten, was uns die Alten im Osten und Süden selber über ihre Herkunft, über die Menschheitswiege, über die Weltleitung berichtet haben. Im Norden wurden in der Verhüllung feierlicher Mysterienspiele die Kotinke, Götterstämmlinge gezüchtet, Söhne des Wotan, des Donar, des Otten oder Thor, nämlich leibliche Sprösslinge hoher Priester und Priesterinnen, die Otten und Thor geweiht waren und in den Zeugungsspielen die Verkörperungen dieser Gottheiten auf der irdischen Ebene darstellten. Von ihnen haben wir auch anzunehmen,
dass sie die Gesandtschaften ausstatteten, die seit Jahrtausenden den in den fernen Westen und Süden ausgewanderten Völkerwellen nachgeschickt wurden, zur Erneuerung des Blutes und des Geistes. Herodot, der in den Tempeln Ägyptens die heiligen Weihungen empfangen hatte, die denen der Triden gleich waren, erzählt um 500 vor unserer Zeitrechnung von den Skalden und den Skythen, das heißt den Skoten, Schotten, dass sie derselben Abstammung seien und im Norden wohnten. Seit Jahrtausenden, schreibt er, brach aus diesem ausgezeichneten Lande das Geschlecht jener hervor, die die Könige der Könige waren, das heißt Könige der weltlichen Regierungen sowohl als auch die Könige des Geistes und Seelenadels. Und Herodot bestätigt uns, dass diese Iberladelsrasse sich über die ganze Erde verbreitet hätte und überall die Herrschaft ausübte, ganz wie bis noch in unsere Tage auf allen Thronen Europas deutsche Fürstengeschlechter saßen, die durch Selbstschuld und Entartung Einfluss und Herrschaft verloren. Unsere Geschichtsschreibung hätte sich besser an die Geschichtsschreiber des Altertums gehalten, die mindestens ebenso zuverlässig sind als die heutigen, um schon früher die unheilvolle Verirrung zu erkennen, die einige Jahrhunderte lang mit der Verlegung der bekannten Wiege aller Kultur und Gesittung in den Osten angerichtet worden ist. Über die Skythen äußert sich der bedeutendste Geograph seiner Zeit, der Grieche Strabo im Jahr 66 vor Christus: Wir halten die Skythen, also die Skoten, die Guten, denn unter Skythen verstehen wir immer noch ein sagenhaftes Volk, das uns scheinbar gar nichts angeht, obwohl wir seine unmittelbaren Abkömmlinge sind, für das aufrichtigste und am wenigsten arglistige Volk. Herodot berichtet über dieselben Skythen als die nördlichen Hyperboreer im blonden Arimas benannte, dem ältesten Volke der Erde, wie Kallimachos sagt. Sie schickten jährlich Gesandtschaften nach der Insel Delos im Ägäischen Meere, wo sich das Volksheiligtum der Griechen befand, der Sitz also des hellenischen Oberamanen, Oberpriesters, der geistigen und geistlichen Oberleitung. Wenn die Sitze der Skythen ausschließlich an der Nordküste des Schwarzen Meeres angenommen werden, so widerspricht dies der ausdrücklichen Angabe Herodots im Lande der Hyperboreer, im nördlichen Skythenlande. Die Skythen am Schwarzen Meer sind nur Ausläufer der eigentlichen Stammskythen, Skoten, an der Nordsee. Wir haben hier dieselbe Erscheinung wie die der Guten am Schwarzen Meer und an der Ostsee. Ja, Guten, Skoten, Geten und Skythen sind ein und dasselbe Volk auf weiten Strecken durch Auswanderung aus dem Norden nach Süden und Osten verbreitet. Noch im Mittelalter nannten sich die Normannen auch Guten und bestätigen somit die von uns aufgezeigten Zusammenhänge. Man hebe das Auge von der Karte und überschaue alle Fernen, sonst übersieht man Völkergeschichte, die sich früher über gleich große Gebiete erstreckte wie heute. Dass unsere Vermutung einer arischen Oberleitung bei den Skythen, den Schotten im nördlichen Arimas benannte, richtig ist, verrät uns die Richtung, aus der die germanische Kultleitung selbst ihre Anregungen empfing, nämlich aus der Pflanzstätte der versunkenen Atlantis, Iona, jener kleinen Insel bei Schottland. Wenn nun Herodot behauptet, die Arimaspen seien einäugig und lebten im steten Kampfe mit den kommagoldhütenden Apostrophgreifen, die sie zu berauben suchten, so spricht er als ein Eingeweihter der Mysterien zu Seiskala, Geheimsprache. Man gestatte mir, die Frage zu stellen, wer törichter ist, Herodot, der Geschichtsschreiber der Alten, der solches schrieb, oder die Geschichtsschreiber in der Folge, die glaubten, Herodot nehme das Gemeldete selber wörtlich. Es hieße einem Mann von Geist, damals wie heute, zu viel zumuten, solche Fabel wörtlich zu verstehen. Wir können den Schlüssel zu solchen Berichten erst finden, wenn wir nicht so töricht sind zu glauben, die Alten, hier Herodot, wären so töricht gewesen, wie wir von ihnen annehmen. Viel klarer wird diese Sprache und hunderte von anderen ähnlichen wunderlichen Berichten, wenn wir wissen, dass es den Eingeweihten, die damals den Gelehrten stand neben ihrem Priestertum und sonstigen Führerämtern vertraten, verboten war, mehr in offener Sprache zu sagen, als der herrschenden Führerkaste angemessen erschien, und sie sagten das, was nicht für alle Ohren bestimmt war, in einer Kunstsprache, die wir ja auch noch in vielen Disziplinen anwenden, mit dem Unterschiede, dass die Alten Wichtigeres hinter dunklen Worten zu verstecken hatten als heute der Gelehrtenstil, der auf der Unfähigkeit zu besserem Deutsch beruht. Die einäugigen, blonden Arimaspen sind ein deutlicher Hinweis auf den Sonnendienst des Hyperboreas Apollon, der nach der griechischen Überlieferung im Norden seine Heimat hatte. Aber wir sehen hier auch wieder den Zusammenhang des Apolldienstes mit dem Wotanotensdienst, dem einäugigen Himmels- und Völkervater, dessen Sohn Pol oder Baal der junge Sonnengott ist. Die Greifen, uns nur in der emissischen Gestalt jenes vielgestaltigen Sargentieres überliefert, die Gotthütenden Greifen aber hatten das Amt der Paradieswaltung, der praktischen Rassenzucht sozusagen, ähnlich den Drachen, den Druiden in der obersten Amanenschaft. Das Gold, das sie hüteten, ist das goldene Vlies, das goldene Fell, das goldene Haar des arischen Gottmenschen, und es werden hier in dem Bericht des eingeweihten Herodot vielleicht Kämpfe innerhalb der arischen Weltleitung angedeutet über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit weiterer Gesandtschaften nach dem Süden, die bekanntlich aus edelsten Jungfrauen und Jünglingen bestanden, die an die untergeordneten Heiligtümer abgegeben wurden, wo sie als einzig geeignete den Dienst in den Mysterienkulten übernahmen und wohl auch für hochwertige Nachzucht und Aufzucht zu sorgen hatten. So erst erhalten diese Berichte eines Herodot, der viel ernster genommen werden müsste als alle ahnungslosen Geschichtsschreiber, die nicht in die Geheimlehre eingeweiht waren oder sind, weil sie ohne Kenntnis dieser voraussetzenden Grundlagen gar nicht imstande sind, die alten Quellen mit einigem Nutzen für die Geschichtswissenschaft zu lesen und zu verarbeiten, wie man sieht. Wir müssen uns mit diesen kurzen Hinweisen begnügen und eine klärende Arbeit für später in Aussicht stellen. Wir glauben aber genügend Licht über die mit diesen Berichten zusammenhängenden nächstliegenden Fragen gebreitet zu haben, um fortfahren zu können. Der Tempel auf Delos war dem Apoll und der Artemis geweiht. Den Apoll, Pol, Palgott erkannten wir schon immer als den Pfahlphallus-Gott, den Zeuger der schönsten Menschen.
Die Artemis, in deren Namen wir die Art-Sonnen und Art-Silbe, also die Göttin der Art leicht erkennen, ist auch bei den Griechen darum die Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr Wein die mannbar werdenden Mädchen, oder solche, die vor der Hochzeit stehen, ihr Spielzeug, ihre Mädchenkleider. Die Jünglinge, die zwischen 18 und 20 Jahren zum Krieger ausgebildet werden, ihr langes Haar. Carus Sterne schreibt in seinem Buch Treuer Burgen über diesen ältesten gehaltenen Apolltempel von Delos. In der Tat sieht er, aus mächtigen und behangenen Felsblöcken aufgeführt, einem dänischen Hügelgrab ähnlicher als einem griechischen Tempel. Zu Herodots Zeit kamen schon Gesandte nach Delos unmittelbar nicht mehr vom Norden, die Greifen schienen demnach gesiegt zu haben, sondern die Kultleitung im Norden befahl den benachbarten Völkern, auf dem Wege dahin die Botschaften von Volk zu Volk bis nach Delos weiterzugeben. Es kann sich bei solchen Botschaften nicht um bloße Höflichkeitsbezeugungen gehandelt haben. Solche Botschaften waren gewiss sehr inhaltsreich und bezogen sich auf Anweisungen kultischer Art und auf den Austausch von Meinungen über Menschheitsfragen. Uns liegt daran, dem Gutwilligen langsam das Gesicht nach Nordosten zu wenden, weil er dort mehr ersehen kann vorläufig, was ihn über den Lauf der Welt in den letzten 3-4000 Jahren aufklärt, als was er bei einem unverwandten Blicke nach Osten erschaut. Wir müssen im Geiste eine vollständige Kehrtwendung machen, dann haben wir erst wieder die richtige Front. Wir standen militärisch gesprochen bisher immer in der Verkehrtstellung. Auf der Insel Gotland erhielt sich die Erinnerung, dass bei einer starken Vermehrung der Bevölkerung der dritte Teil nach Griechenland gezogen sei. Das ist ganz richtig und bezeichnend gerade für die Insel, die den Namen der Guten, des Führervolks der Germanen trägt. Die Nachkommen dieser Guten sprechen noch heute in Griechenland manches aus der nordischen Sprache. Und auch das erweist sich als vollkommen zutreffend, wie Professor Studels geistvolle Arbeiten über die Frage der Herkunft der griechischen Sprache bekunden. Wenn wir dieselbe Entdeckung beim Hebräischen machen, überhaupt bei allen Sprachen, dann ist wohl bald der Beweisring geschlossen, der die arische Sprache als die Muttersprache aller anderen bestimmt. Damit gewinnen wir den großen Entscheidungskampf um eine Neueinstellung in Dingen der Menschheitsgeschichte, die der arischen Rasse die Erstgeburt wieder zuerkennt, die ihr von jeher eingeboren war und darum gebührt. Von den eleusinischen Mysterien hat selbst der ewige Quartaner schon gehört, in die indische Geheimlehrer suchen zahllose Theosophenschulen einzuführen, der wesentliche Inhalt der ägyptischen Mysterien hat sich in den 22 Arkanen des Kartenspiels Tarok erhalten. Das alles lässt man gelten. Wagt es aber einer, von der Möglichkeit einer germanischen Einweihung zu reden, gleich gibt ein Wutgeheul an, das jede vernünftige Verständigung erschwert. Weshalb? Weil wir Buchstabengläubige sind, die alles schwarz auf weiß haben wollen, ohne zu bedenken, dass es Dinge gibt, die sich gar nicht beweisen lassen, eben des Geheimnisses wegen, mit dem man sie umgab, um der Entweihung vorzubeugen. Dass wir kaum literarische Urkunden über die germanische Geheimlehre haben können, ist bei einigem Nachdenken selbstverständlich. Deshalb ihr Bestehen von vornherein abzuleugnen, bringt doch nur jenes gelehrte Besserwissertum fertig, das Goethe in der Kaiserpfalz-Szene im zweiten Teil seines Faust für alle Zeiten an den Pranger gestellt hat. Wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, kann selbst noch bei Tacitus die Beschreibung eines germanischen Einweihungsritus finden. Im Übrigen sind wir auf den mittelbaren Beweis angewiesen. Finde ich einen alten Schlüssel, der die versteckte Tür eines alten Gemäuers öffnet, so weiß ich, dass es der richtige ist. Wenn Wappen, Märchen, alte Inschriften, ja selbst die Sprache ihren tief verborgenen Sinn enthüllen, Novalis nennt es genetische Etymologie, wenn sie mit der Runenwünschelrute berührt werden, dann sollte dies für jeden, der noch natürlich zu empfinden und anzuschauen vermag, frei von dem Zwang toter Begriffe, einigermaßen beweiskräftig sein. Jene Stelle bei Tacitus, die unserer Meinung nach ein Einweihungsritual schildert, geben wir nachstehend im lateinischen Wortlaut wieder. Tacitus, Germania, Cap. 39. Vetustissimus nobilis simus quesiporum semnones memorand. Fides antiquitatis religione firmatur. Stator tempore in silfam iugurus patrum et prisca formitine sacram omnis eius dem sanguinis populi legationibus coiuntes oque publica homine celebrant. Barbari ritus horrenda primordia. Est et alia lucore becrentia, nemo nisi vinculo igatus in creditur, ut minor et potestatem nominis praesi ferens, si forte. Prolapsus est. Atuli et insogere haut licitum, per humum evolventur. Euque omnis superstitioris picit, tamquam in de initia gentis, ibi regnator omnium dois, cetera subicta atque parentia. Adigit auctoritatem fortoria semnulum, centum pagiis habitantur, magnoque corpore efficitur ut sesiturum caput credant. Die Reklamübersetzung von Dr. Max Oberbreyer lautet, für den ältesten und edelsten Stamm der Süden geben sich die Semnonen aus. Ihr Anspruch auf hohes Alter findet in einem religiösen Braucher seine Beglaubigung. Zu einer festgesetzten Zeit kommen alle stammverwandten Völker, durch Gesandte vertreten, zusammen in einem durch der Ahnenweihe und Ehrfurcht heischendes Alter heiligen Wald und beginnen damit öffentliche Menschenopferung ihres barbarischen Götterdienstes grauenhafter Feier. Noch eine andere Art von Verehrung wird diesem Heilen erwiesen. Niemand betritt ihn anders als gefesselt zum Zeichen der Unterwürfigkeit vor der Gottheit Allmacht. Fällt jemand etwa zu Boden, so darf er weder aufstehen, noch sich aufrichten lassen, auf der Erde muss er sich hinauswälzen. Bei diesen ganzen Gebräuchen geht man von der Anschauung aus, dass hier die Wiege des Volkes, hier der alles beherrschende Gott, alles andere abhängig und untertan sei. Diesen Glauben unterstützt der Semnonenglück. In 100 Gauen wohnen sie verteilt und wegen dieses großen Gemeinwesens betrachten sie sich als das Haupt der Syven. Weishaar übersetzt die Stelle wie folgt, man erzählt, dass die Semnonen die ehrwürdigsten und vornehmsten, der älteste Adel, der Syben seien. Die Annahme wird durch einen religiösen Brauch aus alten Zeiten her befestigt.
Zu einer bestimmten Zeit kommen Abgesandte, Delegierte, aller Völkerschaften desselben Blutes in einem Walde zusammen, der durch Ehrfurcht von alters her heilig ist und der durch, dass dort schon von den Vätern weissagende Gebräuche und gottesdienstliche Handlungen vorgenommen wurden. Dort bringen sie, indem in aller Gegenwart oder auf Weisung der Oberen ein Mann niedergestreckt, gefällt, wird, den schaurigen ersten Ursprung der rauen und fremdartigen Weihehandlung zur feierlichen Darstellung. Auch eine andere Ehrerbietung wird dem Herrn erwiesen, niemand hat Zutritt, der nicht mit einem Bande umbunden, versehen, ist, der durch wie ein Geringerer auch die Macht der Gottheit über sich stellend. Wenn er nun von ungefähr, durch die Gewalt, niedergestürzt ist, ist es nicht erlaubt, dass er aufgehoben wird oder sich selbst erhebt. Auf dem Erdboden werden sie hinweggewälzt. Und darauf zielt der ganze heilige Brauch, zum Ausdruck zu bringen, als wie wenn von dort her das Volk seinen ersten Ursprung genommen habe, als wie wenn dort der Oberste der Götter, das Übrige aber unterworfen und abhängig sei. Auch der Besitz, die Macht, der Semnonen vermehrt noch ihr Ansehen, 100 Gau werden von ihnen bewohnt, in 100 Gauen sind sie gleichsam zu Hause, und von dem großen Umfange der Körperschaft kommt es her, dass sie sich für das Haupt der Süden halten dürfen. Das ist die berühmte Stelle in der Germania des Tacitus, die immer herhalten muss, um uns zu erniedrigen, mit der uns von voreingenommenen Gelehrten oder Übelgesinnten so gern bewiesen wird, dass die alten Deutschen eine andere Art von Wilden gewesen seien. Kaum versucht es einmal ein klarsehender Deutscher, wie Guido List, Dr. Wilser, von Vekus und andere, ein zutreffendes Bild von unseren Vorfahren zu geben, gleich ist irgendein Bonze da, der ihm grinsend die Menschenopferung vorhält. Diese Stelle ist völlig missverstanden, weil man eben unter der bekannten Suggestion Barbarei durchaus sehen will, weil man keine Ahnung von der wirklichen Kultur der Germanen hat und weil man überhaupt gedankenlos ist. Selbst wenn die bisherige Auslegung richtig wäre, würden die Germanen auch nicht anders gewesen sein, als alle alten Kulturvölker, bei denen Menschenopfer gar nicht selten waren. Aber wenn sie bei unseren Vorfahren vorkommen, so ist das eben etwas ganz anderes. Vorgefasste Meinung und Einbildung, Unkenntnis, aber oft auch Absicht führten solche falschen und ungenauen Übersetzungen herbei. Die Übersetzung Weishaars lautet doch in wesentlichen Punkten anders und wir überlassen es ihm selber, die Hauptstellen näher zu untersuchen und zu begründen. Da finden wir im Wortlaut, Quesoque publica homen celebrant barbari ritus horrenda primordia. Dr. Oberbreyer übersetzt, und beginnen damit öffentliche Menschenopferung ihres barbarischen Götterdienstes grauenhafte Feier. Die wortgetreue Übersetzung, wie ich sie bringe, lautet, dort bringen sie, indem in aller Gegenwart, oder, auf Weisung der Oberen, ein Mann niedergestreckt, gefällt, wird, den schaurigen ersten Ursprung der rauen und fremdartigen Weihehandlung zur feierlichen Darstellung. Das Wort caedere bedeutet, niederwerfen, niederlegen, niederstrecken, fällen. Gewiss verband der Römer damit nicht selten die Vorstellung des Niederhauens im Sinne des Tötens. Der eigentliche Wortsinn ist jedoch, fällen, niederstrecken, gleichgültig, ob mit Todeserfolg oder nicht. Wenn jemand niedergeworfen, gefällt wird, braucht er noch nicht daran zu sterben. Hätte Tacitus das sagen wollen, würde er sicherlich nicare, interimere, interficere, occidere gebraucht haben. Publica kann man wohl schlechtweg mit öffentlich übersetzen. Es hat, genau genommen, jedoch den Sinn, im Beisein aller und auf Befehl oder Veranlassung öffentlicher Gewalten, Befehlshaber, Anführer, obrigkeitlicher Personen. Primordium bedeutet, der erste Anfang, der erste Ursprung. Horrendus ist etwas, was Schauer erregt oder mit Schauer verbunden ist, schaurig. Ritus ist eine Kulthandlung, eine Weihehandlung, ein Ritual, ein Zeremoniell. Barbaren nannten die Griechen und Römer alle Völker, die nicht Griechen oder Römer waren ohne verächtlichen Nebensinn, der ihm erst später von uns selbst beigelegt wurde. Die Reglam-Übersetzung ist also durchaus nicht einwandfrei und von der erwähnten Menschenopfer-Suggestion beeinflusst. Doch weiter. Dr. Oberbreyer übersetzt, niemand betritt ihn, den Hain, anders als gefesselt. Es steht, nemo nisi vinculo ligatus ingreditur. Tacitus setzt zu ingreditur kein Objekt. Wir übersetzen also besser, niemand tritt hinzu oder hat den Zutritt. Vinculo ligatus heißt wörtlich, mit einem Bande gebunden oder umbunden, nicht gefesselt. Dass ligare auch den Sinn von umbinden hat, finden wir zum Beispiel im lateinisch-deutschen Wörterbuch von Scheller. Es ist nachgewiesen, dass die Süden einen Kultbund bildeten und Abzeichen trugen, darunter auch Bänder, die die Vorläufer unserer heutigen Ordensbänder und Studentenbänder darstellen. Vinculo ligatus bedeutet, mit einem Ordensbande umschlungen, versehen, das heißt übertragen, in die Mitgliedschaft aufgenommen und durch Satzungen, durch ein geistiges Band gebunden. Nun ist noch der nächste Satz von Wichtigkeit. Si forte prolapsus est, ist mit, fällt jemand zu Boden sehr ungenau wiedergegeben. Forte heißt, wie von ungefähr. Der Ursinn von force findet sich noch im französischen force, was Gewalt, Zwang, Kraft bedeutet. Die eigentliche Vorstellung bei forte dürfte wohl sein, durch die Anwendung der Gewalt. Der ganze Satz hängt mit Caesar homine zusammen, und wir werden sogleich sehen, welche Bewandtnis es damit hat. Wenn der Betreffende also, man könnte sagen, blitzartig, ganz ohne sein Erwarten niedergestürzt ist, darf er von anderen nicht aufgehoben werden, sich auch selbst nicht aufrichten. Und nun kommt wieder eine falsche Übersetzung. Per humum evolventur heißt doch nicht, er muss sich auf der Erde herauswälzen, sondern, sie werden auf dem Erdboden herausgewälzt, aus dem Ringe, dem Kreise der Umstehenden hinweggeschafft. Die ganze Stelle sieht sich also denn doch etwas anders an, wenn man vorurteilsfrei und richtig übersetzt. Und was bedeutet die Erzählung? Nun, sie bedeutet, dass es sich um heute freimaurerisch genannte Gebräuche handelt,
um eine Aufnahme in den Meistergrad, um das heute sogenannte in den Sarg legen. Die Stelle zeigt, dass das Ritual der Freimaurer uralt ist und von den Süden vererbt, dass es nicht auf fremdem, rassejüdischem Boden erwachsen, sondern urdeutsch, höchstens heute zum Teil judaisiert ist, dass die Freimaurerei auf uralten ariogermanischen Vorstellungen und Gebräuchen fußt, wenn sie das auch völlig vergessen hat und auch gar nicht mehr weiß, welchem Hauptzwecke der alte Sübenorden eigentlich diente. Und nun will ich berichten, was es mit dem in den Sarg legen bei den Freimaurern auf sich hat. Jeder wird jetzt klar und deutlich sehen, worauf Tacitus in seinem Kapitel 39 anspielt, wenn es wohl auch zweifelhaft ist, ob ihm zum Bewusstsein gekommen ist, was er eigentlich schildert. Die Darstellung ist etwas verworren, und es kann auch sein, dass sein Gewährsmann selber kein Wissender war und nur eine sehr mangelhafte Vorstellung von dem Ritual hatte. Waren doch die Bräuche der Orden zu allen Zeiten mit einem Geheimnis umgeben und die Ursache zu vielen Fabeln im nicht eingeweihten Volke. Bei der Meisterweihe der Freimaurer wird der aufzunehmende Geselle vor einen Sarg oder die Nachahmung eines Grabes gestellt, und es wird ihm die Geschichte von Hiram, dem Begründer des Freimaurerordens, wie folgt erzählt: Salomo wollte den Tempel zu Jerusalem bauen, berief hierzu Arbeiter aus allen Enden der Welt und stellte den Künstler Hiram an ihre Spitze. Dieser teilte sie, um Unordnung unter einer so großen Anzahl von Arbeitern zu vermeiden, in drei Klassen, in Lehrlinge, Gesellen, Meister. Drei ehrgeizige Gesellen wollten Meister werden, bevor ihre Gesellenjahre um waren. Sie wollten das Meistergeheimnis mit Gewalt erfahren, lauerten dem Hiram auf, als er den Tempel verließ, und einer tötete ihn durch einen Schlag vor die Stirn, da er das Geheimnis nicht preisgeben wollte. Danach verscharrten sie ihn. Bei der Meisterweihe wird dies dem Aufzunehmenden erzählt. Er erhält dann einen Schlag vor die Stirn, fällt in den Sarg oder auf das Grab und bleibt dort liegen, bis er nach einiger Zeit aufgehoben und unter entsprechenden Worten in den Meistergrad aufgenommen wird. Die scheinbare Tötung will dem Aufzunehmenden mehreres einprägen. Ich begnüge mich hier nur, eine Deutung zu geben. Dem Kandidaten wird symbolisch vorgeführt, dass er sich wie Hiram eher töten lassen soll, ehe er die Geheimnisse des Meistergrades verrät. Diese sinnbildliche Sarglegung, das Sterben des alten Menschen, des Adam, und die Auferstehung, die Wiedergeburt des neuen Menschen, des Christus, des Gesalbten, eingeweihten neuen Meisters, war ein ritueller Brauch der alten Mysterien, der auch in den ägyptischen Priesterschulen nachgewiesen ist. Einen solchen Vorgang der Einweihung will Tacitus erzählen, an geweihter Stelle kommen Delegierte Analogen zusammen. Zutritt haben nur solche, die sich durch ein Ordensband oder sonst wie ausweisen können, also die sich als Wissende und Logenprüfer zu erkennen geben. Der schauervolle Vorgang der Ermordung des Hiram wird an einem Meisterkandidaten scheinbar vollzogen. Er wird umgelegt, darf sich bis zur Beendigung der Zeremonie nicht erheben und wird als scheinbare Leiche aus dem Kreise auf kurze Zeit entfernt. Jeder Unbefangene wird nunmehr erkannt haben, was es mit der Stelle in der Germania des Tacitus bezüglich der angeblichen Menschenopfer unserer Vorfahren auf sich bat. Bedeutsam ist auch noch, dass Tacitus den Ausdruck Magnoque corpore gebraucht, was nicht wegen dieses großen Gemeinwesens bedeutet, sondern infolge ihrer großen Körperschaft. Auf den Ritterschlag und die sogenannte Deposition der Studenten, bis 1822, bei der Aufnahme in die Universität sei auch noch verwiesen. Wie judaisiert wurde, das heißt eigentlich, wie man die Gebräuche christlich-jüdisch verkarte, um der Verfolgung und der Vernichtung zu entgehen, was in der Folge in Vergessenheit aber geriet, als man anfing, die biblische Hülle für den arischen Kern zu halten, sollen nur zwei Beispiele zeigen. Aus dem germanischen Saman, Salman gleich Heilsmann, denn Saal gleich Heil, wurde der übrigens missische, ganz ungeschichtliche König Salomon gemacht. Aus dem Irmen, Hermann, Amann, dem Weltenbaumeister und seinen Priestern, die die Irmensäulen erstellten, das Sinnbild des Weltalls, des Weltenbaus, machte man den Hiram oder Hiamun, den Baumeister des Tempels zu Jerusalem, der ja nie so gebaut wurde, wie es das Buch Salomons erzählt, dessen Ausmaße aber kosmische Zahlenverhältnisse angeben, wodurch der Tempel sich auch wieder als ein Weltallsinnbild erweist. Jerusalem aber, ob es sich nun um die Stadt in Palästina oder um ein himmlisches Jerusalem dreht, heißt in unserer Sprache übersetzt, in unserer Sprache ausgedrückt, Jerusalem. Hier ist das Wort Hero heilig, im Deutschen noch unverfälscht als Herr im Sinne von hoch und heilig zu erkennen. Ur erklärt sich von selbst und Salem ist Salheim. Also dieser Tempel steht in dem Heere nur Salheim, im himmlischen Jerusalem und heißt die Burg Zions, des Zeus. Als Titus Jerusalem einnahm, zerstörte er mit dem Tempel lediglich die Hypothekenbank des cäsarischen Roms, das seine Kriege lange nur mit der Geldhilfe der Juden führen konnte. Titus befreite das römische Reich von seinen Schulden durch Aufhebung dieser Weltbank und Übernahme ihrer Goldreserven. Salztäten haben wir zu Hunderten im arisch-germanischen Siedlungsgebiet, vor allem aber in Deutschland, und hier hat das Wort Saal immer den Begriff von Heil. Saal und Sieg heißt die Heilranne Er des Blitzes, des Zeus und des Teut. Man ziehe nun selber Sage und Geschichte, Wahrheit und Dichtung auseinander. Es ist dabei gar nichts Verwunderliches, wenn man weiß, dass diese Länder immer arisch besiedelt waren und dass die Kreuzfahrer im Libanon noch blonde, nicht semitische Stämme antrafen, mit denen sie sich auf Deutsch sozusagen verständigen konnten. Ob die Germanen Menschenopfer brachten oder nicht, diese Frage entscheidet nichts über die Höhe ihrer Sittlichkeit. Ich meinerseits hoffe, ja weiß es, dass die Germanen Menschenopfer brachten, und zwar auch in der höchsten Form des Opfers, der des Selbstopfers. Alles, was Hämlinge dagegen sagen wollten, wäre eitel Heuchelei. Auf einer sehr hohen Stufe der Erkenntnis mag auch das unnötig werden. Wir wissen heute nicht mehr, unter welchen Schauern der Heiligung diese Menschen solche Handlungen vollzogen. An Blutrausch und Blutdunst zu denken, hieße sich selber solcher Verhaftung verdächtig machen. Ein Volk, in dem die Gefolgschaft freiwillig dem Führer oder der Führerin in den Tod folgt,
steht sittlich höher als dasselbe Volk in einer anderen Zeit, in der es lieber Sklave als tot sein, in der die Feigheit vor dem Tode gesetzt wurde. Aber lieber sterben als lebendig tot sein, wollten die Alten. Wir erlebten Hunderttausende von Scheiterhaufen auf unserem Boden und Menschenschlachthäuser in Russland nach dem Weltkriege, um des Glaubens willen. In beiden Fällen hatte der Untermensch Gewalt über seine natürlichen Herren gewonnen. Wir töten heute noch aufgrund bestimmter Paragraphen mit dem Zylinder auf dem Kopf und dem Frack Menschen, während ihnen gefrorene Todesurteile vorgelesen werden. Das ist Menschentötung ohne Versöhnung, ohne den Trost, den das Menschenopfer immer findet in dem ungewöhnlichen Vorzug, den Göttern genehm zu sein. Heilige Hymnen begleiteten die feierliche Handlung ohne Hass, Straf- oder Rachegefühle, ja, ich bin überzeugt, dass tiefste Liebe zum Lieben und zum Opfer die Herzen erfüllte, denn geopfert zu werden ist immer eine Auszeichnung gewesen und versöhnte Opfer und Opfern die im Glauben an den heilbringenden Sühnetod. Die Opferung Isaaks durch Abraham entbehrt dagegen jeder vernünftigen inneren oder äußeren Begründung. Eine furchtbare Versuchung, ein grausames nutzloses Spiel eines grausameren Gottes mit einem schwachen törichten Vater, dessen Gehorsam uns unmenschlich dünkt. Diese Geschichte wäre auch zu dumm, wenn man sie wörtlich nehmen müsste. Sie ist wieder Kara, Geheimsprache, und deutet etwas ganz anderes an, was wir hier nicht weiter verfolgen können, was Aufgabe einer Textforschung aufgrund der Geheimlehre sein wird. Die Opferung der Iphigenie auf Aulis durch den Oberpriester Karkas, dessen Name eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Hohenpriester Kaiphas hat, der die Opferung des Jesus von Nazareth heischt, ist schon tiefer begründet. Gleich viel wie diese Legenden zu bewerten sind. Man behandle wenigstens diese Dinge nicht nach zweierlei Moral. Was den alten Juden oder Griechen recht ist, sei den alten Germanen billig. Der Tod des Jesus von Nazareth, so wie ihn die Evangelien als Tatsache schildern, ist nichts weiter als ein solches Sühneopfer. Es ist nicht einmal freiwillig. Wenn er es aber vermocht hätte, Kraft seiner göttlichen Machtvollkommenheit, seine Tötung am angeblichen Kreuz von Holz zu vermeiden, hätte er es tun müssen, und zwar aus zweierlei Gründen, einmal, um nicht Menschen an seinem Tode schuldig werden zu lassen, weil er, Gott oder gottähnlich, seinen Leib gewissermaßen nur als Attrappe herlieh, dann, weil Gott durch Menschen nicht geopfert werden kann. Gott oder Mensch, beide müssen sich selber zum Opfer darbringen und beider Opfer kann niemanden erlösen als sie selber. Was nun die Frage der Menschenopfer anbelangt bei den Germanen, so überliefert Tacitus ganz richtig, dass diese nun die ehrwürdigsten und vornehmsten der Süben seien. Die Römer von damals und Romanen von heute sind immer groß gewesen in der Verballhornung von Namen, weil ihre Zungen nicht mehr die urtümlichen Laute der älteren germanischen Sprache beherrschten und beherrschen, aus denen die ihren entartet sind. So spricht Tacitus von Semnonen statt von Samanen, Semanen oder Salmanen. In dem Worte verbirgt sich der Begriff für Samen, Säen, aber auch für den geistigen Samen, das Wissen, aus dem das Heil kommt, urarische Wurzel Sa, Sem, Saal. Die Samanen oder Salmanen sind also die Heils- oder Wissensmänner, auch die Seemänner, die den Samen säen, für die Menschen Hochzucht, die Zuchtmänner, denn alle wahre Religion ist Zucht im Geiste und im Leibe. Die Samanen, Salmanen gehören darum zum höchsten Geistes- und Blutadel. Die Sitze der Süben mit ihrem Hauptheiligtum müssen im Norden zu suchen sein. Die Ostsee hieß in alter Zeit das Sybische Meer. Schwibus ist noch ein Ortsname unter vielen anderen, der auf die Süben hindeutet. Den Namen der Süben müssen wir auch berichtigen, jedenfalls näher umreißen. Der Name der Süben ist der Name der späteren Schweden, Schwaben, sogar auch Schweizer geworden, deren Einwanderung aus Schweden feststeht, wie auch der Schwaben aus dem Norden. In dem Süden Worte Schweden, nordisch Sven. Schwaben steckt das deutsche Schweifen, Schweben. Die Schweifenden, die über dem Volke Schwebenden sind es, die nirgends Haftenden. Denn sie bilden den Priesterstamm des großen Volkes der Guten, wie uns von anderer Seite überliefert ist. Sie sind am besten vergleichbar mit den Druiden, zu denen sie auch zweifellos im größeren Verbande gehörten, einer allumfassenden Priesterschaft, wie beispielsweise die von Rom, die auch keine engeren Grenzen kannte als ein Orden, der sich über ganze Länder verzweigt. So haben wir einen Bieten der Suive. Trefflichen Vergleich, der uns noch zeigt, wie überhaupt die Organisation der römischen Kirche dem arischen Vorbild entnommen wurde. Man weiß nicht recht, wie man sich zu den Süben, Süben, Schwaben, Schweden verhalten soll. Die Schwedenschanzen als eigentliche Sybenschanzen, mit wenigen offenkundigen Ausnahmen, sind meist uralte Kultstätten. Es handelt sich nämlich bei den Süben um einen Stamm und um einen Stand, den Priesterstamm und Priesterstand, ganz wie bei den Juden die Leviten aus dem Priesterstamm hervorgingen und darum den Priesterstand stellten. Ich sehe übrigens in dem Worte Levi und Leviten die arische Wurzel Lech, Lei, Lavi, Levi, Kromlech, Loreli, für das Gelegte, das in den Steinkreisen niedergelegte Gesetz. Die 12 Urstämme der Guten, Guten wird man wieder auffinden. Sie gaben das Vorbild für die 12 Stämme der Juden und entsprechen den 12 Menschentypen des Tierkreises. Die Süden sind die Schweifenden, die Schwebenden, nach ihrem Haarschweif, den sie rechts trugen, wie das Bild zeigt. Ich sehe hier Zusammenhänge mit den französischen Juifs, den schweifenden Juden, angeblich Volk Gottes, dass die Schweden-Süben, die Schweifenden wirklich waren, die ihren Namen nicht vom kriegerischen Schweifen hatten, sondern von ihrer Ausbreitung als Priestergaste über das ganze Volk. Was wir geschichtlich über die Juden wissen, kann zu keinem wahren Bilde führen. Hier sind alle Dinge noch dunkel. Dass das Volk der Guten das Volk Gottes war und nicht die Juden, darüber ist künftig nicht mehr zu deuteln, und alle sogenannten geschichtlichen Beweise aus dem Alten Testament sind im besten Falle frommer Wunsch. Guten und Juden sind Gegensätze. Wie hat aber die Wirklichkeit ausgesehen vor vielen tausend Jahren? Da gab es ein Gottesvolk. Das waren die Guten, ganz sicher nicht die Juden oder Juden.
Es muss also eine ungeheure Fälschung mit den Überlieferungen geschehen sein, deren restlose Aufdeckung ungefähr das Wichtigste wäre, was überhaupt im Namen von Kultur und Gesittung unternommen werden könnte. Ganz ohne Ankläger und Angeklagte, denn wer hier die Fälscher eigentlich sind, wissen heute sicher auch die Nutznießer dieser Fälschung nicht mehr. Dass wir jedenfalls die ganze Gotenjudengeschichte an ihrem Ursprung und zwar in Deutschland, wenigstens in Germanien untersuchen müssen, daran ist gar kein Zweifel. Palästina als Heimat der Juden ist eine folgenschwere Unterstellung. Juden hat es von jeher in der ganzen Welt gegeben, wie es in der ganzen Welt die Goten gab. Die Juden sind aus Indien, aus Ägypten, aus den meisten Ländern im Laufe ihrer 4000-jährigen Geschichte eines Parias-Volkes vertrieben worden, aber zuerst wohl aus Mitteleuropa. Asch, das heißt das große Sternbild des Bären auf Hebräisch. Es ist aber unsere Welttische, unsere Weltachse, die sich unter diesem Worte verbirgt. So gibt es noch viele hebräische Worte, deren arischer Ursprung unverkennbar ist. Koscher gleich Keusch, Mies gleich Mies. Nach stillschweigender Übereinkunft wird Aschkenasim von Asch, als vom Bär, von dem Polarstern kommende abgeleitet, aber möglicherweise auch die von den Asen abkommenden. So wird Edda auch als Edda, Umre gedeutet. Im Kriegsmal ist Edda die Stammte der ersten dunklen Rasse, gezeugt aus der Vermischung Heimdolls mit den Edda. Die Zwergrasse der Vedda in Indien nennt sich selber noch Edda und gilt als die menschlich dürftigste Rasse bei den Anthropologen. Wir decken hier nun das Geheimnis auf des Gottesvolkes, des ausgewählten Volkes, von der die Bibel spricht. Die Süben, die Schwaben sind die Schweifenden, die Juifs, französisch-keltisch die Schwiefenden, wenn wir es mit deutscher Rechtschreibung hinsetzen. J.E.W., Jewel, sind die Ju-Leute des Jura, sind die Juhu-Götter, die Humanen, die Hu-Götter, die verehrt wurden im vorkeltischen Europa, noch in der Keltenzeit der Iren und Schotten. Dass das französische Wort Juif gleich Schwief, Schweif, tatsächlich eine wörtliche Übernahme aus dem Deutschen ist, ergibt sich für jeden, der weiß, dass die Sprachen der Gallier und der Germanen nach dem Zeugnis des Strabo sich kaum unterschieden, etwa wie zwei Mundarten. Dass außerdem die Franken, Burgunden, Flehen, Westgatten, Normannen verwandte germanische Sprachen ins Land brachten. Was nun nicht auf lateinische Worte in der französischen Sprache zurückgeht, und das ist verhältnismäßig wenig, wie man sich aus jedem Wörterbuch überzeugen kann, muss notgedrungen germanischen Ursprungs sein, worin auch das Keltische mit einem gewissen Rechte einzubeziehen ist. Jedenfalls hat der bedeutende Sprachforscher Ernst Fuhrmann in seinem genialen Versuch, die französische Sprache ein deutscher Dialekt, den überzeugenden Nachweis dafür erbracht. Die Süben, Schwaben trugen das Haar an der Seite aufgeknotet, eben den Schweif, den Haarschweif. Nun wäre es ein Fehler, der immer wieder gemacht wird von den meisten Forschern, in solchen Fällen zu schließen, die Süden nennten sich nach dem Schweif die Schweifen oder Schweifenden. Nein, es muss immer umgekehrt gefolgert werden. Man suchte sich für das, was man war und wie man hieß, ein sichtbares Zeichen, ein Symbol, um beides damit auszudrücken, und knüpfte das langwachsende Haar seitlich auf, um es in einem Schweif herabhängen zu lassen. Das Haar, was an den A, an die Sonne, schon seiner Goldfarbe wegen erinnert, aber auch an den H, den Hohn, galt den Alten viel und gab viele Unterscheidungsmerkmale, hatte und hat auch als Antenne für Feinkraftströme des Weltalls eine unentbehrliche, heute vielfach misshandelte und missachtete Aufgabe. Diese Juifs, mit welchem Worte die Franzosen heute die Juden bezeichnen, sind aber nicht die Juden von heute, sind auch nicht die Juden, von denen das gefälschte Alte Testament spricht, sondern jene Juifs-Juden, sind in Wahrheit die Juden, die Guten, das Guten, das Götten, das Gottesvolk, von dem die Bibel spricht, natürlich nicht die Bibel, wie sie durch Ezra und Nehemia für die Zwecke jenes Paria-Volkes, das sich Hebräer nannte, zusammengesetzt wurde aus den alten arischen Überlieferungen, die sie in Babylon während ihrer Gefangenschaft fanden und nun zur Grundlage ihrer Geschichte machten, sondern jene Urbibel, auf die alle von der und Überlieferungen aller Völker hinweisen, deren Einstieges Vorhandensein von der vergleichenden Geschichtsforschung auch längst anerkannt wurde. Mit der Feststellung der Guten, als des guten Gottesvolkes, was schon aus der Wortgleichung sich unwiderleglich erweist, weil die Sprache niemals sich verfälschen lässt für das Ohr des Hellhörigen, denn man muss eben Ohren haben zu hören, heben wir ein falsch begründetes jüdisch-römisches Christentum, samt seinen Ausläufern aus dem Garten der Tatsachen. Was hätte sonst dies tiefe Wort für einen Sinn, weil man anders doch nur eine Selbstverständlichkeit damit sagen könnte. Wir wollen es allen Menschen in die Ohren schreien, dass sie aufhorchen. Es ist alles falsch, was ihr bisher gehört habt. Es ist alles falsch. Das ist der erste Schritt zu eurer Selbsterkenntnis, und es wird der erste Schritt sein auch zu eurer Besserung, indem ihr mit euch selber auch eure Verführer kennenlernt. Glaubt nicht, sondern gelobet, wie das Wort Glauben in seiner wahren unverfälschten Bedeutung deutsch, das heißt deutlich, deut es zählich lautet, gelobt, dass ihr euch selber erst überzeugen wollt von dem, was man euch als Wahrheit, als das Wort Gottes vorgetäuscht hat, und dann glaubt, was ihr wisst, dann erst ist dies Wort Glauben kein Lügenwort, sondern spricht das aus, was es seinem Ursinne nach bedeuten soll, nämlich zu dem sich zu geloben, was man weiß, nicht irgendetwas geloben. Griechische Apollo-Priester, Homer, Hesiod, Aristides, Olenus unter anderem berichten, dass Apollo, seine Schwester Artemis und seine Mutter Latona aus dem Lande der Hyperborea, der übernördlichen, gekommen seien und die Tempel zu Delos und Delphi gegründet hätten. An der Herkunft des Lichtkultus aus dem Norden auf der ganzen Erde ist nicht mehr zu deuteln. Das indische Delhi ist dasselbe Wort und auch als Ort desselben Ursprungs wie das Delphi aus dem Norden. Ich will meine Vermutung, die eine Gewissheit in dem Augenblicke wird, in dem man sie ausspricht, gleich hier anführen, dass wir in Del, Dal, Teil, Tul und Tal, Twil und vielen anderen Abwandlungen ein Schlüsselwort für jenes Heiligtum, für die letzte Thule, die äußerste, die heiligste Stadt der Erde,
gefunden haben. Ein Tal ist die Umkehrung einer Dalle, nämlich einer Beule, eines Bühels, eines Hügels, eines Berges, dessen Umkehrung wieder eine Grube, ein Grab ist. Ich bringe nun Delos, Deli, Delphi und viele andere Del- und Tel-Worte mit Thule, Tula, Toledo, auch Biel, der lateinisch Stellum hieß, und so weiter zusammen und erkenne darin die Bezeichnung für ein Heiligtum auf einem Teil, arabisch, auf einer Dalle, auf einer Anhöhe. Das Wort Teil hat aber auch Beziehungen zur Zweiung, zum Zwiebel, Zwiel, Twi, Zi und Teil, zum Zweifel, Zweifall, Zwiefall. Die Paarung ist die Folge der Zweiung der Geschlechter. Ich sehe in diesen Tell-Heiligtümern vor allem auch Zuchtorte im Dienste des Lichtgottes, des Apol, der nicht umsonst der schönste der Götter ist, wie sein nordischer Namensbruder Baal der wie ein Sohn des Zeus, des Zio ist. Ich bringe nun diese Ausführungen in Zusammenhang mit dem Namen und den Aufgaben der Süben, die wir als den Priesterstand oder Stamm der Germanen kennenlernten. Ihrem Namen haben wir bereits eine Deutung gegeben, die wir hiermit zu erweitern imstande sind. Die Ableitung Süben, Sven, Schwaben, Schweden und Schweiz ist zu oft belegt, als dass sie bestritten werden dürfte. Von dem heute noch gültigen schwedischen Sven gleich Schwede und Sewe, Juf und Schweden ist kein allzu kühner Sprung zum Schwan, der ein ausgesprochen nordischer Vogel, zu den Schweifenden gehört, der wie die Swene, die Süben, die Schwiefenden, schwebenden Ari des Nordens nach Süden schweift und schwebt, ein wundervolles Gleichnis, das uns umso selbstverständlicher dünkt, als der Schwan in Sage und Messe des Nordens eine bedeutsame Rolle spielt. Wir wissen von den Schwanenjungfrauen, von den Walküren mit den Schwanenhemden und uns beginnt etwas zu Schwanen von Zusammenhängen mit den Schwänen, Swenen und den Süben, den schweifenden Priestern des Apol, des Pol. Apollo wird nun in der griechischen Überlieferung als der Herr der Schwäne bezeichnet, Delphi als der Sitz des Herrn der Schwäne. Nach dem Ausgeführten dürften wir glaubhaft gemacht haben, dass dem Priesterstand der Süben der Apolldienst im Besonderen oblag. Die Schwansagen und Erzählungen häufen sich geradezu um die beiden Heiligtümer auf Delos und in Deli, so dass es nach allem zutreffend erscheint, wenn wir den Kern des Apollkultus in der Zeugung, der Hochzucht sehen. Hier ist vielleicht Gelegenheit über das Labyrinth zu reden. Das Labyrinth ist als Sinnbild der weiblichen Scheide, der Gebärmutter, zu erkennen und nun wird uns die Opferung der Jungfrauen und Jünglinge im Labyrinth des Minotauros, des Mannstieres, Mansagers, des Menschzeugers, wie wir Ranisch übersetzen können, klar. Sie waren die glücklichen Opfer einer Rassenhochzucht. Diese edlen Jünglinge und Jungfrauen verschwanden für die Welt in den Labyrinthen im Dienste einer Sonnenzuchtreligion und damit können auch die Zeichen und Symbole des Christus ihren Charakter, als aus einer reinen Rassenreligion, entsprungen, nicht verleugnen. Die Kirche hat alle Hochzucht in eine Nichtzucht umgebogen und mit der leiblichen auch die geistige Hochzucht unterbunden, vernichtet. Zum Überfluss zeigt die Abbildung noch die Fünfzahl, die Venuszahl, eingezeichnet, den Trudenfuß. Die Vierzahl ist durch das Kreuz, den Vierfuß, Feuerfuß, selbst gegeben. Aber Fußfuß gleich Zeugung. Also die unter der Aufsicht der Truden stehende Zeugung, Züchtung, die Fünf-Fünf, Fime, Recht und die Vier-Vier-Rang, für. Und ergeben zusammen die Neun, die Vollendung. Die Zeichnungen auf dem Kruge lassen wohl keinen Zweifel an der Bedeutung des Labyrinthes für den Menschenzuchtdienst. Das Labyrinth ist mit Troja in Rannen bezeichnet und erweist die Tempelstätten, die Steinkreise zugleich als Zeugungsstätten. Die Überlieferungen der Steintänze mit den Hochzeiten sprechen eine tausendjährige Sprache. Rechts des Labyrinthes Darstellungen der Vereinigung. Links davon, aus dem Labyrinthe herausreiten, die Erzeugnisse. Sozusagen im Muttermunde des Labyrinthes das Kreuz, das Zeichen der Kreuzung, der Vereinigung, so auch das christliche Kreuz als das Zeichen der Vereinigung im irdischen und im himmlischen erweisend. Krug von Tagliatella, Teil vom Krug von Tagliatella. Reiter verlassen das Labyrinth. Labyrinthe auf Münzen aus Knossos auf Kreta 500 v. Chr. Trojaburg bei Visby auf der Insel Gotland. Die vorstehenden Zeichnungen zeigen Labyrinthe auf Münzen von Knossos auf Kreta, die große dritte Figur eine Steinsetzung, eine Trojaburg bei Visby auf Gotland. Ein Labyrinth finden wir auch auf den schwedischen Felsbildern von Bohuslän. Diese Spirale, die dem Sonnenlauf entspricht, wie er in den nördlichen Breiten beobachtet wird, kommt in diesen Trojaburgen, in diesen Labyrinthen zu einem symbolischen Ausdruck. Wir finden diese Darstellungen auch in frühen französischen und italienischen Kirchen, die ja alle noch unter dem Einfluss der nordischen Einwanderer gebaut wurden. Wie die Insel Delos eine Pflanzstätte des nordischen Pol, Balur, Apollo-Dienstes wurde, so erscheinen auch die Labyrinthe im Süden, vor allem in Kreta als Gründungen der von Norden ausgehenden Trojaburgen. So ist Rom nach der Ätte eine Trojaburg gewesen, denn dort heißt es noch. Das, was nun Roma genannt wird, hieß früher Troja. Dies ist einer der wertvollsten Hinweise auf die Beziehungen des Nordens zum Süden, die dem Norden noch bewusster blieben, als dem Süden, weil er der Gebende war. Schwedische Felsmeißelungen aus Leonardsbergritzungen, die von mürbe gebrannten Steinen bedeckt waren, mit Kreide gekennzeichnet. Sehr wichtig ist darunter die Zeichnung eines Labyrinthes auf diesen vorgeschichtlichen Felsmeißelungen, wonach also Labyrinthe im Norden früher als in Kreta nachgewiesen sind. Das Bild ist ein wirksames Beispiel eines der vielen tausend Darstellungen der schwedischen Felsmeißelungen. Die wirklichen Labyrinthe bestanden aus einer Springbahn von Steinblöcken. Unter den Labyrinthen der Bronzezeit ist das von Kreta mit seiner durch die Minotaurus-Sage am meisten bekannt. Es gibt in Europa eine große Anzahl solcher Anlagen verschiedener Ausführungen. In Schweden sind die erhaltenen Labyrinthe aus großen Kreisen von kleinen Blocksteinen
Man nennt sie gewöhnlich Treuerburgen, ein Wort, das nicht etwa entlehnt ist, sondern ursprünglich nordisch ist und seine Eigenschaft als ein Treuer-Dreier-Wort erweist. Ein Berg in der Nähe der großen Felsbildstätten von Himmelstadtlund in Schweden trägt auf den Karten des 17. Jahrhunderts den Namen Treuerburgberg und wurde von der Stadt seit alters als Festberg, zu Theatervorstellungen, Feuerwerk und Umzügen benutzt. Vergessen wir nie, dass aller echten Religion Menschen Hochzucht im Leibe und im Geiste als ihre innerste Triebkraft eignet und wo dieses Ziel aus dem Auge verloren wurde, der Geist mit dem Leibe verfolgt, wie unsere Gegenwart zeigt. Wir finden in Ortheins Gefolge die Schwanenjungfrauen, die Raben und die Wölfe. Die Tiere Abols sind ebenfalls Schwan, Rabe und Wolf. Wir wollen an dieser Stelle nur den Raben hervorheben, der, wo er in der Edda erscheint, immer etwas weiß, heißen doch auch die beiden Raben Wotans Hukin und Munin, Gedank und Gedenk. Wir sprachen an anderer Stelle von den Raben und Adlern als den Weisen und Stürmern in der alten Weltleitung. Beim Raben des Apollo finden wir zu unserer Überraschung den Beleg, dass diese Geheimüberlieferung echt ist. Der Apollo-Priester Aristis berichtet nach Herodot von einem sagenhaften Mann auf der Marmara-Insel, der in der Gestalt eines Raben der ständige Begleiter Apollos in einem früheren Dasein gewesen sei und der auch ein Epos über das blonde Volk der Arimaspen im Norden geschrieben habe. Es werden von ihm verschiedene Ereignisse erzählt, die ihn als einen großen Magier erweisen. Er ist wohl ein eingeweihter Apollos gewesen, das ist so zu verstehen, dass er der Wesenheit des Apollos sich geweiht hatte. Gleichviel, wir sehen hier den Begriff des Raben mehrfach belegt im Sinne des davon abgeleiteten hebräischen Rabbi, der allerdings nur noch der Nutznießer einer toten, unverstandenen Schriftgelehrsamkeit war. Jetzt lässt sich auch die Misse der Lieder mit dem Schwane erleuchten und beleuchten. Es ist immer bedenklich, andere Leute, und seien es auch solche früherer Zeiten, für so töricht zu halten, dass sie diese Geschichten, Märchen und Mythen für bare Münze hielten, weil unsere Forscher sie für bare Münze nehmen, wenn auch in dem Sinne, dass sie der Meinung sind, die Alten hätten wirklich daran geglaubt, weil sie noch so rückständig gewesen seien. Es ist mehr Einsicht in die Tatsachen, zu wissen, dass diese Sagen, Märchen und Mythen, sofern sie echt und alt sind, eine geheime Überlieferung mitführen, in einer Symbolsprache gehalten sind, die sich den Wissenden enthüllen und als zuverlässige Geschichtsquelle zu erkennen geben. Wer hat bisher eine vernünftige, befriedigende Erklärung dieses Mythos versucht von der Leda mit dem Schwan? Der in einen Schwan verwandelte Zeus besucht Leda, die Gemahlin des Königs Tyndareos und zeugt mit ihr zwei Töchter Helena und Clytemnestra und zwei Söhne, Castor und Pollux. Das ist Sodomie, wenn man es ernst nimmt, und Wahnsinn, wenn man es glauben wollte. Hat die Missenforschung eine befriedigende Antwort darauf oder auf hunderte ähnlicher Sinnbilder? Nein. Wir geben mit der Ursprache den Schlüssel. Zeus ist der Zeuge, der Zeugervater, der Vater Apollos, des Herrn der Schwäne, der Schweifenden, der Süben, der Priester des Rassenkultus der Anarchie, des schönsten der Götter Olymps. Wenn Zeus nun der Leda als Schwan beiwohnt, so kleidet sich die Geschichte der Aufzucht eines griechischen Königsgeschlechtes, die nordische Blutauffrischung durch die Schwäne, Schwäne, Süben in das Gewand einer Misse, die in solcher Bildgestalt Jahrtausende überdauert, während ein trockener schriftlicher Bericht darüber schon längst der Vergessenheit, der Entstellung und der Zerstörung anheimgefallen wäre. Es erweist sich an diesem Beispiel 4000 andere, dass sich die mündliche Überlieferung in der Verhüllung einer geheimen Bildersprache als Misse, Märchen oder Sage länger hält als jeder in Schrift auf Stein oder Erz. Das lebendige Gedankenbild erweist sich dem Schriftbilde in jeder Anwendung überlegen. Daraus schöpften die Alten die Erkenntnis und die Gepflogenheit, ihr Wissen nicht der vergänglichen Schrift anzuvertrauen, sondern dem Gedächtnis, dem inneren Auge und dem äußeren Ohr.